Mit der tollen Lydia im Gepäck wollen wir uns auf dem Weg nach Winterhellen machen. Und ich hoffe einfach mal, dass sie genauso wie ich schnell reisen kann. Denn wir sparen uns ein gutes Stück Weg, wenn wir direkt zu den Waldheimer Türmen reisen. Jo, was bist du denn für einer? Ein ganzen Bärtiger. Und dann werden wir einfach mal den Fluss entlang gehen. Ich denke nicht, dass wir unbedingt quer über die Berge laufen. Ich laufe am Fluss entlang, das finde ich viel schöner. Und die Lydia kann das genauso. Das finde ich schön. Und dann muss ich, glaube ich, in die andere Richtung. Okay. Ja, wir halten uns jetzt, wie gesagt, hier an dem Fluss. Schau mal an, da liegen noch sogar noch die ganzen alten Toten, die ganzen Banditen. Sollen sie mal hier rumliegen? Ich werde jetzt mal... Jetzt schaue ich mal. Nicht schieben, Lydia, ja? Ja, genau. Geh mal einen Schritt zurück, ja? So, ich werde jetzt erstmal meinen... Boah, nee, Moment. Ach, den habe ich ja noch gar nicht. Ach, egal, ich kann einfach so machen, oder? Das reicht ja auch schon. Passt. So, dann komm mal mit, Lydia. Komm. Mal sehen, was für Gefahren wir jetzt hier stoßen auf dem Weg nach Winterhelm. Na, so schlimm kann es jetzt nicht werden, wenn sie dabei ist. Ich glaube, ich werde jetzt was anderes machen. Und zwar werde ich jetzt... den Kolben, nein, Moment, die Axt vom Weißlauf und eine Fackel werde ich mir noch hier hinsetzen. Dann habe ich nämlich das Gefühl, dass ich definitiv gut ausgerüstet bin. Und da können wir auch nämlich ein bisschen, da hinten sehe ich doch schon wieder so einen Wolf, oder? Pass mal auf, halt. Das mache ich jetzt mal so. Ich gehe in die Hocke und dann... Fuck! Jetzt rennt er weg, der Fuchs. Hat er mich jetzt gesehen, oder was? Ah, er hat aber Glück gehabt. Das war nur so ein kleiner Fuchs. Ich glaube, der hätte gar nichts gemacht. Krieg ich meinen Pfeil wieder? Ja, ich krieg meinen Pfeil sogar wieder. Na, dann würde ich sagen, hat er Glück gehabt. Der kleine Fuchs. Was, bist du auch schon bereit? Ja, sie ist auch schon bereit, okay. Dann ist das ja in Ordnung. Also, die Distelzweige nehmen wir auch noch mit. Aber was ich jetzt natürlich nicht gemacht habe, was ich aber noch machen sollte, ist meine Axt vom Weißlauf auf die Favos setzen. Dann kann ich die nämlich... Wo ist sie? Da. Nämlich gleich wieder in die Hand setzen. Und gleichzeitig habe ich die Fackel dann auch noch. Wir machen nämlich hier auch gleich noch ein bisschen Licht. Weil die Lydia, die... Kann ich der Lydia eigentlich auch was zustecken? Ich bin direkt hinter euch. Ihr müsst etwas für mich tun. Na schön. Was denn? Du bist im Befehlsmodus. Um deinem Begleiter einen Befehl zu erteilen, bewege die Zielhilfe, bis ein Befehl erscheint. Drücke dann E, um einen Befehl zu erteilen. Okay, das klingt ja schon ziemlich geil. Was braucht ihr? Braucht ihr mich noch? Ja, ja. Was braucht ihr? Braucht ihr mich noch? Moment mal. Ihr geht vor, ich folge. Sonst noch etwas? Ich gebe euch Deckung. Aha, hier trennen sich unsere Wege. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Wie geht denn das? Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ach so, sie hat ein... Kann ich ihr jetzt rein theoretisch auch bessere Waffen geben? Das wäre ja ziemlich geil. Also wenn ich jetzt zum Beispiel will, dass sie mit dem Bogen kämpft, dann gebe ich ihr einfach einen Bogen, oder wie? Das wäre ziemlich cool. Aber ich kann ihr jetzt auch einfach meine ganzen Sachen geben und dann kann ich... Oder beziehungsweise dann können wir zusammen mehr tragen. Das ist wiederum wirklich sehr geil. Nee, passt schon. Laufen wir einfach weiter. Ich folge. Das ist schön. So, hier ist nur ein großer Stein. Mal sehen, wann wir jetzt gleich mal wieder auf die nächsten Banditen treffen oder so. So, die Distel nehme ich immer noch mal mit. Das ist auch das Einzige, was hier wirklich überwiegt. Distel. So, immer schön den Fluss entlang. Ich glaube, jetzt machen wir diesen einen kleinen Bogen. So, da habe ich jetzt... Ja, genau. Okay. Ja, die Axt ruled. Auf jeden Fall. So, den Wolfspelz nehmen wir mit und den Distelzweig natürlich auch. Was ist, wenn wir darüber steigen? Wo kommen wir denn da hin? Da würden wir schon einen Haufen Weg sparen, als wenn wir jetzt hier außen rumgehen, also wenn wir da einfach darüber gehen. Das heißt, wir werden es mal machen. Lydia, ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass wir uns jetzt ein wenig nass machen. Nicht so wie du denkst. Kommt die überhaupt hier hin? Oh ja, das schafft sie. Ja, dann lass mal kurz hier rüber gehen. Das ist ja auch nicht tief. Ja, das hast du gut gemacht. Und dann werden wir jetzt mal hier weitergehen. So. Gehen wir ein bisschen durch den Wald. Schmetterwiegenfelsen.
Oh, was ist das denn? Ich glaube, ja, vielleicht bringt Sneak nichts und nicht unbedingt was, wenn wir hier mitten mit einer Fackel rumlaufen. Oh, da sehe ich ihn. Hui, den habe ich jetzt gerade eben erst gesehen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwie an den rankommen. Der ist doch bestimmt böse, oder? Scheiße, wer hat mich jetzt entdeckt? Ich mache das anders. Ich werde jetzt hier wieder meinen Bogen zur Hand nehmen. Und dem jetzt hier voll den Header verpassen. Ganz ruhig. Bam! Okay, der Riese ist zu mächtig. Oh oh. Oh oh. Oh oh, die arme Lydia. Ich glaube, hier werde ich jetzt mal doch eher anderes Terrarium aufbauen. Oh, scheiße, hält der viel aus. Oh Gott, der bringt meine Lydia noch um. Scheiße, meine Lydia ist schon fast down. Oh! Hoffentlich gibt es da nicht noch einen von denen. Scheiße, vielleicht war das keine so gute Idee. Oh! Es war keine gute Idee. Autsch. Gut, dass ich hier nochmal klugerweise gespeichert habe. Okay, also liebe Lydia, wir sind... Ach, die geht auch ins Death-Modus, wenn ich da drin bin. Das ist ja cool. Wir sollten vielleicht doch lieber uns an diesem Riesen vorbeischleichen. Das kann nicht schaden. Ach du Scheiße, er haut der da einmal mit der Waffe zu und dann ist vorbei. So eine Schneebeere, das ist ja auch schick. Nee, der Riese ist nochmal eine Nummer zu groß für uns. Da hinten sehe ich schon wieder irgendwas brennen. Hoffentlich nur normale Banditen. Lydia, bist du da? Gut. Ohne Lydia gehe ich hier nirgends hin. So, was haben wir denn da hinten? Hoffentlich einfach mal nur normale Banditen. Auf jeden Fall brennt da was und ich will wissen, was es ist. Ich bedenke den einen Riesen, den wir da beim Pelagierhof gefunden haben. Na gut, da hatten wir auch Hilfe von drei Wachen, aber... Da ist irgendeine Statue. Geben Statuen auch noch Quests wie in Morrowind und Oblivion? Och, das würde mich mal interessieren. Fraglich, ob wir jetzt hier irgendwie raufkommen. Ja, das funktioniert. Okay, wir finden hier auf jeden Fall schon mal was. Ich glaube, das wurde aktivieren. Schrein von Talos. Oh ja, also man kann auch hier mit den Schreinen wieder interagieren. Was haben wir denn hier? 2920 Jahresmitte, Band 6. Ja. Schwere Rüstung hat sich verbessert. Das ist schön. Lesen können wir es aber natürlich nicht. Wir fangen nicht mit Band 6 an. Aber wir nehmen es auf jeden Fall mal mit. Ich weiß nicht, ist das korrekt, dass ich mir jetzt hier einfach das alles nehme? Weil wenn ich das alles verkaufe, dann komme ich meinem Haus schon ein ganz schönes Stück näher. Das wäre halt schon eine geile Geschichte. Aber man kann doch nicht einfach so dem Talos hier was wegnehmen. Ich werde den jetzt erstmal aktivieren und schauen, was es bewirkt. Huch! Talos Segen zugefügt. Alle Krankheiten wurden geheilt, andere Segen wurden entfernt. Ah, also das gibt Segen, aber was genau hat es jetzt... Hallo Lydia! Hat es jetzt bezweckt? Kann man das irgendwo nachlesen jetzt eigentlich? Nicht, oder? Das vermisse ich noch so ein bisschen, so aktuelle Zauber oder aktuelle Verbesserungen. Die gibt's hier ja auch nicht, oder? Hm. Wo könnte das denn sein? Ist es bei Magie vielleicht? Kann man das da irgendwo lesen? Ah, aktive Effekte. Der Magierstein, genau. Zauberfertigkeiten werden um 20% schneller verbessert, das ist ganz wichtig. Klauen. Khajiit Klauenangriff verursacht 15 Punkte Schaden, also das ist, wenn wir ohne Waffe angreifen. Magika regenerieren, das ist die Novizenrobe, das ist die Novizenkapuze und das hier ist Talos Segen. Die Wartezeit zwischen Schreien vermindert sich um 0%. Aha. 0%, also gar nicht. 7 Stunden ist der jetzt aktiv. Ah, 7 Stunden ist der jetzt aktiv. Sehr geil. Jetzt ist noch interessant, Ingame-Stunden oder normale Stunden. Normale Stunden wäre heftig, aber ich glaube nur Ingame, ne? Das werden wir bestimmt bald rausfinden. Aber mal ganz ehrlich, um 0%, ganz ehrlich, also da kann ich das auch dann mitnehmen hier.
Also wenn du nur so einen Cast gibst, dann nehme ich dir jetzt auch deine Stahlrüstung weg. Da nehme ich lieber das Gold und kaufe mir dann ein schickes Haus von. So, ganz einfach. Aber wir haben immerhin noch eine Truhe hier. Und da sind immerhin 53 Gold. Das ist doch gut. Pelzarmschienen, die kannst du allerdings da lassen. Die sind nur unnötige Last. Ich weiß, ich könnte es auch ihr einfach geben. Aber mal ganz ehrlich, die 10 Gold da, auf die kann ich jetzt auch noch scheißen. So, gehen wir mal raus aus dem Stealth-Modus. Ich glaube, jetzt sind wir bestimmt wieder etwas sicherer. Und dann gehen wir hier weiter durch den Wald. So, Zutaten muss ich natürlich weiterhin sammeln, wenn ich eine gerade sehe. Ich werde jetzt nicht aktiv danach suchen, aber wenn ich an einer vorbeilaufe, dann nehme ich sie auf jeden Fall mal mit. Das ist jetzt auch eine interessante Sicht, die wir hier haben. Sieht schon geil aus. Aber wo genau muss ich jetzt lang? Okay, wir sind eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Könnten wir eigentlich mal wieder Richtung runter Fluss laufen. Ich bringe euch um, wenn ich es muss. Was? Oh, wen hat sie denn da gefunden? Silberne Hand. Yo! Das ging schnell. Rennt er mir einfach voll in die Axt rein und zack, Kopf ab. Na, habe ich das nicht gut gemacht? Ich möchte mal ein bisschen Lob hören. Okay, die silberne Hand hat immerhin 38 Gold, einen Silberbarren, einen Krankheitsheilungstrank, und eine Halskette und ein Silberschwert. Besonders wirkungsvoll gegen Untote. Ja klar, weil Silberschwerte braucht man gegen Untote. Ich werde Zauber nehmen. Wert 100. Kann sich sehen lassen. Und gut, die ist 50 wert. Die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Schuhe allerdings nicht. Aber das war jetzt schon geil. Er rennt mir einfach rein und boom. Instant Death. Sehr geil. Oh, da ist noch ein Feind. Genau, ich finde das geil, dass die auch sofort mit in den Stealth-Modus geht. Das gefällt mir irre gut. So, jetzt pass auf. Jetzt werden wir hier mal... Ich muss auch unbedingt probieren, ob ich ihr nicht auch einen Bogen geben kann. Oh, da kommt einer. Ach, sie arbeitet auch mit dem Bogen, wenn ich mit dem Bogen arbeite, oder was? Bam! Boah, aber da habe ich ihn einfach mal eiskalt erwischt. Den hat es richtig weggefetzt. Silberne Hand. Auch er hat Gold. Er hat Vampirstaub. Warum hat er Vampirstaub? Ziegenkäse. Ja, nehmen wir auch mal mit. Eisenpfeile nehmen wir auch mal mit. Langbogen... Ja gut, aber der ist halt mal ein bisschen was wert. Solange ich noch was tragen kann, also solange ich Lydia an meiner Seite habe, kann ich das ja auch mitnehmen. Halt, die Pelzrüstung, die ist auch ein bisschen was wert, dann kann ich die auch noch mitnehmen. Aha. Da scheint ja irgendeine Festung zu sein. Die müssen wir jetzt eigentlich gleich mal entdecken, weil dann können wir da nämlich auch hinreisen. Hier muss irgendwas sein. Ah, halt! Da ist was Neues auf der Karte eingezeichnet. Was haben wir da gefunden? Ah ja, genau, die Schmetterwiegenfelsen, da wo dieser eine Riese war. Genau, das war das. Ach, du hast ja doch einen Bogen. Ich bin direkt hinter euch. Ich dachte... Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ich dachte... Okay, gut, dass sie halt auch einen Bogen hat. Von mir aus. Geht ihr voran? Ja, ich werde auch tatsächlich vorangehen. So, mal schauen, ob hier noch mehr ist. Der Galgenfelsen. Wir haben den Galgenfelsen entdeckt. Das ist doch bestimmt irgendwie auch ein Banditenversteck hier. So, schau mal, ich bin im Schleichenmodus, damit ich eventuell einen überraschen kann. Aber ich glaube, die haben uns schon entdeckt, beziehungsweise Lydia hat die schon aufgemischt. Roter Apfel nehmen wir mit. Und Karotten nehmen wir auch mit. Ja, ich glaube, hier ist jetzt erstmal nichts mehr. Hier, die ganzen Gegner scheinen schon besiegt zu sein. Oh mein Gott, was habt ihr denn mit den Wölfen hier gemacht? Also meinen Kopf will ich da nicht sehen, ne? Okay, so, dann schaue ich mich jetzt natürlich hier nochmal um. Und dann werde ich eventuell in dieses Dings hier reingehen. Ist da oben vielleicht noch irgendjemand, der hier... Was war das? Ja, da ist jemand. Wo? Ich hab doch da gerade... Da. Scheiße. Also, genug. Ach, seht ihr? Er hat... Ich habe ja da, diese... Das sind ja diese Fluchtbogen. Also, sobald er einen drinstecken hat, dann hat er Angst von uns und läuft weg. Das ist natürlich endgeil eigentlich. Dann werde ich jetzt die Axt ausrüsten, werde ihm hinterher rennen. Wir sind verloren! Rückzug! Ja, lauf nur, du Gurk! Ich kann euch nicht besiegen! Okay, und dann brennt er auch noch. Oh mein Gott, das ist eine geile Kombo. Erst den Pfeil mit dem Pfeil in die Flucht schlagen und dann einfach mit der Feueraxt down brennen. Das kann schon so einiges. Und er hat noch mehr Gold. Er hat Nordmet. Und auch diese Rüstung nehme ich ihm noch ab. Oh, das hier ist ein sehr schwieriges Schloss.
Mal sehen, ob wir das öffnen können. Oh, nee. Das ist deutlich schwieriger jetzt schon. Da, scheiße. Das ist wirklich schwierig, das Schloss. Da tut sich was. Yes! Geöffnet! Und Schlossknacken verbessert. Gold, Magikertrank und eine goldene Halskette. Und ich glaube, die schenke ich der kleinen Lydia.